Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Party DS. Heute geht es zu Toadettes Musikstube und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Der winzige Mario-Trupp nähert sich mit Riesenschritten Bowsers Burg. Doch da... Hört mich an, kleine Freunde. Ich brauche eure Hilfe. Dieser Hammerbruder verbeult meine Instrumente. Vertreibt ihn bitte. Niemand will sich die Chance entgehen lassen, den Helden zu spielen. Doch nur ein Superstar kann mit der Macht den Hammerbruder besiegen. Mit der Macht der Powersterne. Und da sind wir auf einem neuen Brett. Wir haben im letzten Part den ersten Boss, die Piranha-Pflanze, besiegt und auch das erste Brett beendet. Und ja, was beim ersten Brett nicht ganz so schön war, dass wir immer als letztes gehen konnten. Ich hoffe, das ändert sich hier. Nein, das ändert sich nicht. Wir sind wieder als letztes dran. Ja, klasse. Und auch in dem Mal, ich musste ja das erste Brett nochmal neu machen, weil ich beim ersten Mal verloren habe. Und selbst da habe ich am schlechtesten gewürfelt am Anfang. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Das Spiel mag mich anscheinend nicht. Das ist aber sehr, sehr schlecht. Ja gut, die Party beginnt. Dort wartet die erste Note auf dich. Und hier gibt es ein anderes Sternesystem. Ihr Stern kostet nur 5 Münzen. Und ich glaube, hier war es so. An sich, die Sterne wandern immer noch wie auf einem anderen Brett. Nur, dass sie von Mal zu Mal teurer werden. Ich glaube, so war das. Ich kann mich aber allerdings auch nicht mehr ganz so hieran erinnern, weil ich diese Map eher weniger gespielt habe. In der Vergangenheit. Und die anderen werfen schon mal nicht ganz so viel. Das kommt mir zugute. Das kommt mir sehr zugute. Ja, anders als auf dem anderen Brett gibt es hier auch zwei Item-Läden. Das sieht man auf dem Topscreen. Übrigens, Topscreen. Machen wir mal jetzt so. Das habe ich komplett jetzt vergessen. So, dass ihr auch eine bessere Sicht habt. Auf dem Topscreen seht ihr nämlich diese drei gelben Dreiecke, die nach unten so zeigen. Das sind die Item-Läden. Die Dreiecke, die lilanen, die nach oben zeigen. Das sind die Trickfelder. Oder da, wo man die Trickfelder bekommen kann. Und wir würfeln direkt mit 10. Das ist richtig, richtig gut. Und jetzt kann ich erstmal mich umsehen, wo würde ich mit 8 Feldern landen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde auf ein Schlagzeug da landen. Das ist gar nicht mal, glaube ich, so schlecht. Ich glaube, es befördert mich irgendwo weg. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder auf ein blaues Feld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sicherheitshalber lieber auf das blaue Feld gehen. Weil ich weiß jetzt nicht, wo ich... Wenn ich auf die Trommel lande, wo ich dann landen würde. Es kann sein, dass ich näher am Stern bin. Es kann allerdings auch sein, dass ich ja wieder weiter weg bin. Keine Ahnung. Und wenn ich hier jetzt links lang gehe, ich würde dann früher oder später zum Itemladen kommen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Wir haben noch nie einen Itemladen betreten. Daher wird es hier in diesem Match mal Zeit. Wir spielen jetzt mit Yoshi gegen Mario und Peach in Zwillingzeichnen. Und das kann ich. Ja, du zeichnest zusammen mit deinem Partner. Zeichne nur die Linien deiner Farbe nach. Je exakter, desto besser. Touchpad-Bild nachzeichnen. Tipps: Du kannst dir Zeit lassen, um möglichst exakt zeichnen, um viele Punkte zu bekommen. Wenn die Zeit aber vorher abläuft, erhältst du weniger Punkte. Ja, da wird uns eine Linie vorgegeben, wie ihr das schon auf dem Tabscreen sehen könnt. Und das müssen wir einfach nachzeichnen. Ist mit einem Touchpad und auf dem DS einfacher als hier mit der Maus. Allerdings sollte ich das trotzdem relativ gut hinkriegen. Hier ist es wirklich entscheidend, dass wir es auch selber ganz gut hinkriegen, weil die Computergegner sind eigentlich alle relativ gleich stark. So, 5 Sekunden. An sich passt eigentlich immer die Zeit. Und ich habe ein gutes Gefühl. Yoshi hat einen sehr guten Job gemacht. Aber war schlechter als Mario. Pete meinte ich. Aber wir machen richtig viele Punkte, 81 Punkte. Somit haben wir gewonnen. Wenn man hier mit Computergegnern spielt, hat man so gut wie gewonnen. Zumindest ist das immer bei mir so. Und ich denke mal, es ist generell so. Es sei denn, man ist wirklich der schlechteste Zeichner überhaupt. Gut, dann sind wir mit Yoshi zusammen. Spitzenreiter, das ist doch auch schon mal sehr, sehr gut. Und neue Runde, neues Glück. 10 Münztrickfeld wird nach vorne gelegt, ganz nach vorne. Und, ach, Mario wirft nur eine 1. Ich bin mal gespannt, ob jetzt vielleicht Peach oder Yoshi auf die Schlagzeuge drauf landen. Weil dann sehen wir ja, was passiert. Yoshi könnte sogar wirklich drauf landen. Mal gucken. Eine 8? Oder landet er bei mir? Er landet bei mir, okay. Wäre er den anderen Weg gegangen, wäre er auf Schlagzeug.
Aber da er selber zu mir gegangen ist, wird das wohl auch insgesamt klüger sein. Gut, da wird ein Trickfeld hingesetzt, das macht aber jetzt noch nichts, weil da muss man erst später dann drauf landen. Und Peach verliert Münzen. Wir können gleich eventuell mit Peach selber spielen, wenn wir auf ein rotes Feld landen. Mal gucken. Oder auf ein blaues, dann wird ein 3 gegen 1 gespielt. Also es wäre an sich klüger, hier das Feld hinzulegen. Aus dem vollen Grund, weil wo sich Wege teilen, teilt sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand drauf landet. Ich könnte natürlich jetzt einfach sagen, okay, dann packe ich es hier oder dahin, weil die Computergegner werden eventuell hier auch lang gehen, beziehungsweise Peach wird ja auf jeden Fall hier lang gehen. Aber ich überschreibe wirklich mal das Feld von Peach. Und würfel leider nur eine 2. Das ist natürlich schade. Das ist sehr, sehr schlecht. Aus dem vollen Grund, da ist die Trompete. Und die befördert mich woanders hin. Ich glaube, Richtung Anfang. Okay, folgendermaßen. Wir gehen trotzdem nach rechts. Wegen dem Itemladen. Da kann man mehr verschiedene Items kaufen. Am Anfang einer Runde, also in den ersten 5 Runden, um genau zu sein, gibt es das hier als Auswahl. Später, in den letzten 5 Runden, gibt es auch eine krassere Auswahl. Ich kaufe 2-mal Blöcke, stoße 2 Würfelblöcke in einer Runde an. Und da kaufe ich nicht nur 1, sondern gleich 3-mal so. Oder? Nein, nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte noch den Regenbogenblock kaufen. Oh nee. Das ist jetzt ein Pech. Weil mit dem Regenblockfeld kann ich mich zufällig irgendwo hin befördern. Ach so. Ich komme direkt zur Note. Nächste Runde kann ich mir die Note gönnen. Wenn kein anderer sie vorher schnappt. Und ich muss jetzt hier unbedingt gewinnen, weil ich habe momentan nicht genügend Münzen. Doch, ich habe genügend Münzen, weil der Stern kostet ja nur 5 Münzen. Wow! Durchforstet gemeinsam das dunkle Labyrinth und versucht Peach mit eurem Lichtkegeln zu erwischen. Je dichter ihr Peach auf dem Fersen seid, desto mehr Warnleuchten färben sich rot. Arbeitet zusammen, um euer Ziel aufzuspielen. Es ist trotzdem klüger, hier jetzt mitzuspielen und die Münze einzusacken, weil ich möchte nicht, dass Peach die Münzen bekommt. Sie hat zwar momentan am wenigsten Münzen, aber somit ist sie jetzt nicht in der Lage, den Stern zu kaufen. Und sie ist nach mir am nächsten dran. So. Da oben ist er. Ah, okay. Das ging sehr, sehr schnell. Man sieht die Karte oben. Man sieht allerdings nicht, wo Peach da drauf ist, wenn das Spiel läuft. Und die Kugeln da unten, die haben mir angezeigt, wie nah Peach halt ist. Gut. Yoshi ist momentan Spitzenreiter. Ja gut, wir haben jetzt auch ein bisschen was gekauft. Und Mario würfelt ein 2, kann... Oh. Peach jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ach, Peach bräuchte eine 9 oder eine 10. Ne, eine 10 bräuchte sie, damit sie zum Stern kommt. Wenn ich richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Genau, sie braucht eine 10. Yoshi würfelt schon mal eine 8. Geht zum Itemladen. Kauft sich auch einen 2-mal Block. Ja, der ist sehr, sehr klug. Dieser 2-mal Block, also er kann einen ordentlich zum Sieg verhelfen. Oh, jetzt wir sehen zum ersten Mal, was auf dem Bowser-Feld passiert. So, das lese ich jetzt nicht vor, weil Yoshi das selber überspringt und ich kann nicht so schnell lesen. Es tut mir leid, wenn ich selber drauf lande, dann lese ich das irgendwann vor. Schröpfen und schenken. Oh, Münzen von Yoshi gehen an uns alle. Oh, da kriegen wir jetzt so schön 10 Münzen und Yoshi war auch derjenige, der die meisten Münzen insgesamt hatte. Somit, ja, Yoshi 30 Münzen verloren. Ja, auf dem Bowser-Feld passiert eigentlich immer irgendwas Schlechtes. Ja, und für uns ist es gut. Wir sind jetzt auf dem ersten Platz. Okay, und Peach hat keine 10 gewürfelt, somit gehört uns der Stern auf jeden Fall. Und somit haben wir auch überhaupt erstmal einen Stern. Nicht so wie beim letzten Brett. Aber dennoch setze ich jetzt den 2-mal Block ein, weil wer weiß, vielleicht ist der nächste Stern wieder in der Nähe. Na, 1 wird das aber nichts. Ah, 7. Ah, das war schlecht gewürfelt. Egal. Trotzdem habe ich meinen Doppelblock eingesetzt und unten rechts gibt es eh wieder einen Itemladen. Also ich würde euch raten, wenn ihr jetzt selber spielt, kauft euch Items. Das ist wirklich in meiner Nähe. Zwar komme ich da jetzt noch nicht ran, aber vielleicht danach die Runde. 10 Münzen kostet der. Das ist ja sehr akzeptabel. So, da unten landere ich.
auf Marius Welt. Ich glaube, es waren 10 Münzen, klar, oder? Ich hoffe, es waren 10 Münzenklau. Es kann natürlich auch ein Sternklau-Feld sein. Dann kriegt jetzt Mario den Stern. Nee, am Anfang noch kein Sternklau. Nee, daran glaube ich nicht. An sich wäre es jetzt so klug, alle Münzen hier auszugeben. Ich wollte nämlich auch vorhin dieses Item kaufen. Teleportiert dich vor dem Würfeln. Dann gibt es noch den Halbblock. Der Würfelblock zählt nur von 1 bis 5. Und Schnapptasche schnappt dir ein Item eines Gegners. Das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Das kaufe ich. Weil ich jetzt auch ein bisschen Geld loswerden will. Eigentlich wollte ich noch einen Doppelblock. Ich drücke mal B. Na toll. Ich wollte noch einen Doppelblock haben. 10 Münzen zurückfällt. Okay, gut. Da bin ich sehr erleichtert. Stimmt, ich brauche ja sowieso eigentlich Geld. Ich brauche ja sowieso Geld für den nächsten Stern. Also von daher bin ich froh, dass ich nicht alles ausgegeben habe. Oh, jetzt kommt ein Kampfminispiel und das jetzt mal mitten in der Runde, nicht am Ende wie beim letzten Mal. Es geht aber nur um 21 Münzen. Einsatz von 6 Münzen pro Spieler, allerdings hatte Yoshi nicht genügend Münzen insgesamt. Und wir spielen globaler Gipfelkampf, was war das? Oh, das ist cool, das ist cool. Bewege dich auf den Globus und nimm deinen Gegner aufs Korn. Für jeden Treffer erhältst du einen Punkt. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Mit A schießt man. Tipps, die Weltkarte auf dem oberen Bildschirm zeigt dir, wo sich deine Gegner befinden. Nähere dich ihnen am besten von der Seite. Und dann... Feuer frei. Okidoki. Aber schießen kriegen wir hin. Wir starten ja in Mittelamerika. Ich drehe mich mal. Müsste mich irgendwo Mario sein. Da ist Mario. Je mehr Punkte ich habe, desto besser natürlich. Ja, ich habe Mario getroffen. Sehr schön. Hallo, ich habe da Peach. Mal Peach verfolgen. Sind hier alle noch in Amerika? Jetzt sind wir hier in Südafrika. Hau nicht ab. Ja, Australianer können dir auch nicht helfen. Australianer. Die in Australien meine ich halt. Interessant, solche Runde hatte ich auch noch nie. Keiner macht einen Punkt außer ich. Habe ich auch noch nie erlebt. Was ist mit den anderen los? Das Problem ist natürlich, dass... Eigentlich ist das nicht so das Problem. Stimmt, die anderen kriegen jetzt nur 2 Münzen jeweils. Außer Mario, der kriegt irgendwie nochmal 3 extra Münzen. Wir haben schön Plus gemacht, sehr schön. Plus von 6 Münzen, egal. Es war halt nicht so ein großer Einsatz, leider. Aber gut, es waren sowieso nicht so viele Münzen im Umlauf. So, Mario kann von dieser Position aus nichts machen. Landet sogar noch auf einem Münztrickfeld von Yoshi. Was sogar ganz gut ist, weil Mario momentan sehr viele Münzen hat. Auch durch mich halt. Und dann ist Yoshi so gesehen jetzt wieder im Rennen, kann man schon fast sagen. So, Yoshi am nächsten noch dran, der mir jetzt noch ein Problem werden könnte, wenn er viel würfelt. Ja, er würfelt viel. Er würfelt sehr viel. Okay, der Stern ist natürlich jetzt weg, auch weil Yoshi gerade Münzen bekommen hat. Sonst wäre das, ja, egal gewesen. Aber Peach ist ja auch noch da, bedeutet, auch sie hätte einen Versuch gehabt. Was? Oh, weil Yoshi... Ist Yoshi dämlich? Yoshi hat was gekauft? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht in Erinnerung, dass der Story-Modus bisher so einfach ist. Aber ich denke mal, es wird von Brett zu Brett immer schwieriger. Aber Yoshi wird extrem supported, auch wenn er so dumm ist. Der ist wieder vom Stern. Was ist jetzt mit Peach? Wird es schaffen darunter? 5 und... Ah ja, wird es auch. Ja, ich setze einen Doppelblock ein. 7. Die anderen setzen einen Doppelblock ein. 10. Mit einer Würfelzahl. Allerdings ist Peach auch sehr, sehr dämlich. Warum sind die so dämlich? Im letzten Part hatten wir ordentlich zu tun. Weil generell in den letzten beiden Parts. Aber hier? Warum sind die so dämlich? Wenn ich doch zum Stern komme und dann schon so viel würfel, ich will ja zum Stern, dann gebe ich doch nicht alles vorher aus. Okay, unser Glück. Natürlich. Einerseits sind die Computergegner so dämlich, andererseits haben die auch, werden die auch vom Spiel irgendwie supportet. Also ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das ist nicht normal für Mario Party, das will ich damit sagen. Das letzte Mario Party, was wir letztes Played haben, das war ja Mario Party 1. Da ist es so, dass die Computergegner ordentlich supportet werden. Das ist auch da immer so. Aber hier Mario Party DS eigentlich nicht.
So, wir haben noch eine 4. Wir könnten aufs Kumpelfeld oder aufs blaue Feld. Ich entscheide mich fürs blaue Feld. Wenn man übrigens oben lang geht, braucht man so einen Block oder ein Feld länger. Der Weg ist halt ein bisschen weiter. Egal. Wir spielen jetzt Kleiderbügel-Gleitfahrt. Führt sie mit deinem Partner so schnell wie möglich die Wäscheleine entlang. Verlagert euer Gewicht nach links und rechts, um Objekten auszuweichen. Hängt der Kleiderbügel gerade, bewegt er sich am schnellsten. Sobald ein Ausrufezeichen erscheint, ist allerdings schnelles Ausweichen gefragt. Okidoki. Die Beans, ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wir in jeglichen Minispielen und natürlich auch auf dem Brett auch diese Miniaturvariante sind? Oh Peach, bist du zu dämlich? Ich finde das sowas von cool von Mario Party DS, dass wir überall Miniaturvarianten sind. Komm rüber. Oh Peach! Übrigens, ich finde es auch sehr interessant, wie wir in Peachs Rock reinschauen können. Okay, wir haben jetzt noch schön aufgeholt, allerdings, ja, Peach war ein bisschen dämlich. Aber gut, das ist ja nichts Neues. Genau 25 Sekunden, das ist doch eine schöne Zeit. Ja, da sind wir wieder auch mit im Rennen. Gut, waren wir auch schon vorher, aber von den Münzen her meine ich. Und dann geht's hier weiter. Jetzt kommt Mario zum Stern. Mario hat sogar genügend Münzen. Okay. Das heißt, der nächste hat einen Stern. Und der nächste Stern wird auch 20 Münzen kosten und immer so weiter, denke ich. Oder wird es auch irgendwann wieder zu 5 Münzen zurückgehen? Das weiß ich gar nicht. Ich habe dieses Spiel, dieses Brett wirklich so selten gespielt. Mein Lieblingsbrett wird noch kommen. Und jetzt supportet mich das Spiel anscheinend? Der ist ja direkt vor meiner Nase. Das soll mir recht sein, also. Brauche ich wenigstens dieses Brett dann nicht nochmal machen. Oder jetzt kommt noch Yoshi, aber Yoshi hat keine Münzen. Und gibt nochmal ordentlich Münzen aus. Wahrscheinlich. Ah ne, nur 3 Münzen. Ja, okay, das geht ja. Aber dann war der Einsatz des Doppelblocks auch ein bisschen dämlich. Werter Yoshi. Ja, die Note F kriegst du leider nicht. F wie Fehlschlagen. Hahaha. Okay, er geht oben lang. Soll er machen. Bis jetzt kam da auch noch keiner auf mein Trickfeld. Das finde ich auch nicht schön. Gut. Oh, ja. Ha. Diese Situation hatten wir bisher auch noch nicht. Wenn man zweimal dieselbe Zahl würfelt, dann kriegt man ein paar Bonus. Und das geht auch mit dreimal Blöcken so, weil es gibt auch noch dreimal Blöcke. Wenn man dreimal würfelt, da gibt es so einen Bonus auch. Ich glaube, wenn man 7 und 7 würfelt, gibt es richtig viel Kohle. Weil 7 halt so eine spezielle Zahl ist. Okay, wir hätten Schnapptasche, wir hätten Münzenblock. Platziere einen Block mit Münzen. Diese Blöcke mag ich generell eher weniger, weil da auch der Gegner drauf landen kann. Und der kriegt dann halt sehr, sehr viele Münzen. Und jetzt werfen wir einfach mal eine 10. Ja. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Juhu! Die nächste Note ist auf dem Wege. 30 Münzen kostet der Stern jetzt. Ja, das ist nicht gerade wenig. Die ersten kosten halt sehr wenig. Bedeutet, die ersten Runden sind halt am wichtigsten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blaues Feld. Das Sternfeld übrigens zählt nicht als Feld zum Ziehen, also darf man nicht mit einberechnen, wenn man nachguckt. 1, 2, 3. 4, 5 Tasten. Ich glaube, das ist oben auch was Positives. Wir kommen eh nicht zum Stern. Also, wir kommen zum Stern, aber allerdings, wir haben eh nicht genügend Münzen. Im Itemladen kann ich mir eh nichts kaufen. Doch, ich könnte mir einen Doppelblock kaufen. Aber nee, nee. Wir gehen nach oben, weil ich glaube, das Klavier, das hat auch was Gutes für uns. Spiele eine schöne Melodie auf dem Klavier und du wirst belohnt. Du hältst Münzen, wenn du die folgende Melodie abspielst. Da, die, dann die,
Und dann die. Ah! Du hast 19 Münzen erhalten. Nice! An das konnte ich mich noch so ein bisschen dunkel erinnern, dass hier irgendwas Gutes ist. Ja. Und noch ein Versus-Feld. Nicht Versus-Feld, sondern Minispiel. Versus 2 versus 2 Minispiel. Und nach dem Minispiel ist dann der Port vorbei. Im nächsten Port geht es dann weiter. Aber erstmal dreht Karten um und findet möglichst viele Pärchen. Das Team, das zuerst 4 Pärchen aufgedeckt hat, ist Sieger. Wenn er Standvertrag gemacht hat. Behalte die Karten im Auge, die deine Mitspieler aufdecken, damit du sie bei Bedarf schnell wiederfindest. Okidoki. Los geht's. Interessant ist auch, dass wir in diesem Part eigentlich kein Minispiel hatten, wo wir den anderen Screen für brauchten. Oh, das war ja jetzt richtig gut, Yoshi. Okay. Käfer. Yoshi-Ei. Ja, sehr schön, Yoshi. Wolke, da unten ist Wolke. Yoshi. Yoshi. Man kann auch selber... Oh. Haben wir nicht jetzt alle gewonnen? Ach, schade. Egal. Man kann auch selber so ein bisschen agieren und wenn Karten nebeneinander sind, kann man die beide selber aufdecken. Da braucht man den Partner gar nicht so. Gut, im nächsten Part geht's dann an dieser Stelle weiter. Freut euch darauf, bis dahin und tschüss.